Ich habe letzte Woche den Bundesminister der Finanzen entlassen. Das hat zu Veränderungen der politischen Landschaft in Deutschland geführt. Und ich habe die Gründe dafür letzte Woche genannt und will hier noch einmal eindrücklich und ausdrücklich sagen, diese Entscheidung war richtig und sie war unvermeidlich. Zugleich habe ich klargemacht, dass es bald Neuwahlen in Deutschland geben soll, mit der Möglichkeit, die herbeizuführen durch eine Vertrauensfrage des Bundeskanzlers. Und ich bin sehr froh, dass die Fraktionen im Deutschen Bundestag, die demokratischen Fraktionen, eine Einigung erzielt haben über die Frage, wie das schnell und geordnet stattfinden kann, damit bald die Bürgerinnen und Bürger entscheiden können. Der Termin Ende Februar steht nun, und ich bin sehr dankbar dafür. Als Bundeskanzler werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass das möglich ist. Und deshalb werde ich die Vertrauensfrage am 11. Dezember beantragen, sodass der Bundestag am 16. Dezember darüber entscheiden kann. Und das ist das, was dann die Grundlage ist für die Wahlen in Deutschland und damit die Bürgerinnen und Bürger sagen können, wie es weitergehen soll in diesem Land. Lassen Sie uns zum Wohl des Landes bis zur Neuwahl zusammenarbeiten. Und es geht dabei ausschließlich um Vorhaben, die einigungsfähig sind für eine gute Mehrheit, eine demokratische Mehrheit in diesem Bundestag. Es sind nicht Dinge, auf die man nur mit einer Mehrheit kommen kann, wo es unterschiedliche Positionen gibt. Ich werde die Bürgerinnen und Bürger niemals vor die Wahl stellen. Entweder wir investieren in unsere Sicherheit oder in gute Arbeitsplätze und Wirtschaft und Infrastruktur. Entweder wir geben Geld für die Bundeswehr oder wir haben sichere Renten. Entweder wir unterstützen die Ukraine oder wir investieren in Deutschland. Dieses Entweder-Oder ist falsch und führt unser Land in die Irre. Dieses Entweder-Oder, das ist ein Konjunkturprogramm für Populisten und Extremisten. Das schadet und zerreißt Deutschland. Dieses seltsame Entweder-Oder und die Vorschläge darauf kommen übrigens fast immer nur von Leuten, die nicht rechnen müssen, ob das Geld oder die Rente bis zum Monatsende reicht. Und ich bin sehr stolz darauf, dass Deutschland ein Land ist, das gut mit seinem Geld umgeht und auf eine Staatsverschuldung. Ich bin sehr stolz darauf, dass Deutschland gut mit seinem Geld umgeht und eine Staatsverschuldung hat, die Richtung 60% marschiert, während unsere Partner alle überhalb von 100 liegen.